Wir sind Thermoplan. Ich zeige euch den spannenden Alltag von Mechanikpraktikern bei der Thermoplan. Zuerst tun wir kleinere Bauteile vormontieren und dann werden wir auch größere Bauteile komplett zusammensetzen und am Schluss mit der Teststation noch kontrollieren, ob das Dampfmodul mit dem Hydraulikmodul und Mechanikmodul gut sind. Und zum Schluss tun wir noch alles kontrollieren, ob es gut ist oder nicht, bevor es abgeschickt wird. Anforderungen von Mechanikpraktiken sind handwerkliches Geschick, Motivation, Zuverlässigkeit und Freude an der Montage. Als Mechanikpraktiker arbeite ich nicht nur in der Montage, sondern auch in der Werkstatt, wie Bohren, Fräsen, Drehen und verschiedene Handarbeiten. Jedes Semester bekomme ich Semesterprämie, weil ich gute Noten habe und gute Leistung der Arbeit. Nach dem Mechanikpraktiken kann ich noch Produktionsmechanik EFZ weiterführen. Bei guter Schul- und Arbeitsleistung ist es möglich, ins zweite Lehren einzusteigen. Wenn die mechanische Arbeit gefällt, dann bewirb dich bei uns für eine Lehrstelle.